Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Ich habe gerade irgendwie gedacht, es kommt gerade eine Cutscene, weil irgendwie hier so das so aussah, aber es ist keine. Ich habe schon länger nicht mehr aufgenommen, ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt hier sind. Im Zellenblock-Transfer. Das hört sich doch gut an. Das wollte ich jetzt nicht, warum auch immer er das jetzt gemacht hat. Okay, das weiß ich nicht. Ich habe eigentlich nur meine Maus langsamer gestellt. So, was können wir denn hier machen? Oh Gott, wie war die Steuerung? Gut, was bist du? Wie konnte ich denn in den F... Ah, geht nicht, ja, klar, logisch. Ah, hier kann ich einfach runter, okay. Hier ist die Barriere kaputt, sehr gut. Wir sind auf dem Weg, Joker hinterher zu gehen. Ah, wir sind denen gerade... wir sind gerade hinter denen lang geschlichen, aber eigentlich... Die Tür hier ist verschlossen, okay. Ach nee, halt mal, wir müssen sogar hier hoch, da sind wir sogar lang gegangen, verdammte Scheiße. So, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, jetzt müssen wir hier hoch. Aber das haben wir doch eigentlich schon gemacht, oder nicht? Hier ist euer freundlicher Onkel Jay. Achtung, wir haben einen entflohenen Patienten. Er zieht sich wie eine Fledermaus an. Was für ein Idiot. Er wird als kostümiert und gefährlich angesehen. Stoppt ihn, bevor ihr jemanden verletzt. Es ist nur zu seinem Besten. Nein, das wollte ich nicht. Oh Mann! Hey, jetzt sind wir schon wieder in dem Raum hier, oder was? Das war jetzt irgendwie blöd. Hä, warum sind wir denn jetzt schon wieder in dem Raum hier drin? Das haben wir doch letzte Folge noch gemacht, oder nicht? Bin ich jetzt blöd, oder? Ich dachte, das wär's. Komm, Bams, auf die Rübe. Schnell da hoch. Oh Gott, Alter, das ist richtig fail gerade. Okay, wir sind gestorben. Alter, wie wir da runterplatzen. Helf dem Fledermausbaby doch mal hoch. Oh. Ah, okay, erneut versuchen. Aber... Hier ist euer freundlicher Onkel Jay. Naja, machen wir es nochmal. Der sich als Fledermaus verkleidet hat, rennt durch die Anstalt. Ich weiß, verrückt. Stoppt ihn, bevor ihr jemanden verletzt. Es ist nur zu seinem Besten. Ja gut, machen wir es halt nochmal. Was will man machen? Den da unten kriegen wir ganz leicht. Bams, über die gesamte... Das war doch jetzt mal gescheit. So, ausgeschaltet und hier hoch. Hepsasa, so lobe ich mir das. Gleiten, da unten ist wer. Den kriegen wir auch. Komm. Bam. Dams. Und schnell wieder hoch, komm. Lass mich doch. Sag mal. So, hoch mit dir. Ja, dachte ich eigentlich schon. Wir haben ein Upgrade erhalten. Verbessert. Das haben wir jetzt schon, oder wie? Ah, das haben wir jetzt schon. Ermöglicht Batman nach einer achtfachen Combo einen Wurfangriff, der nicht abgewehrt werden kann. Genau, das haben wir ja schon freigeschalten gehabt. Sofortiges Ausschalten, das nicht abgewehrt werden kann. Das haben wir noch nicht freigeschalten. Was ist das? Verbessert während einer Combo den Batarang, mit dessen Hilfe Gegner ausgeschaltet werden können. Was ist denn das hier? Ermöglicht Batman, Gegner unter Wasserspeiern von oben zu packen und gefesselt hängen zu lassen. Das werde ich mal upgraden. Verbessert sehr gut. Da das hier, glaube ich, doch ganz gut wird. Er könnte überall sein. Dann haltet die Augen offen. Und jetzt los. Ich gehe nicht zurück in eine Zelle. Niemals. Kann ich auch was machen? Ich will da... So, jetzt kann ich da hoch. Irgendwie hat er das gerade nicht genommen als Ziel. Da hinten ist ein Gegner. Los, Jungs. Er ist nur ein Mensch. Ein Mensch, der sich wie ein Verrückter anzieht und bis an die Zähne bewaffnet ist. Los, schnappt ihn! Ah, jetzt kann ich mich... Ah, okay. Du gehörst mir. Ich finde dich und bring dich um. Okay, ich kann mich also jetzt da so dranhängen. Komm, den kriegen wir jetzt mal so schnell. Was zum
Und schnell hier hoch, bevor wir gesehen werden. Gut, wir wurden, glaube ich, nicht gesehen. Da unten ist jetzt noch einer. Zack, den einen haben wir. Perfekt. Bounce. Den einen haben wir erwischt. Perfekt, da hat sich doch das Upgrade gleich schon gelohnt. Und jetzt brauchen wir noch den letzten da hinten. Wie kriegen wir den? Ja, ja, jetzt gibt es nur noch uns zwei. Bams! Komm schon, schalt ihn aus. Perfekt. So, das hätten wir geschafft. Oh, ja, gut. Du hast schon wieder gewonnen, Bats. Denise, ich krieg dich das nächste Mal. So. Nein, ich will da nicht hoch. Oh Mann. So, hier, jetzt kann ich da an die Kante ran. Und da ist ein Patient oder was? Ah nee, da ist er ja, der Verräter. Haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. Oha, okay, wir haben Gordons Bewegungen verfolgt, aber es hat nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. Sag mal, wie habe ich jetzt nochmal... Ah, genau. Schneide dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Okay. Setze die Umgebungsanalyse ein, um Lösungen für Riddlers Herausforderung zu scannen und zu speichern. Ein scharf aufgenommenes Porträt. Okay, Ich sagte, schneide dich nicht an diesem scharf geschossenen Foto. Scharf geschossenen Foto, das sieht doch aus wie... Okay, suchen wir... Ah, da! Da ist ein Foto, aber ich weiß nicht, ob das... Ah doch, hat sogar gezählt. Hast du geschafft? Gut gemacht! Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Sehr gut. Oh Gott, scheiße, nee, Mann. Viel zu viel. Ich, Edward Nigma, habe rund um Arkham eine umwerfende Auswahl an Herausforderungen und Rätseln versteckt. Kannst du sie alle lösen? Wirst du alle meine Trophäen finden? Bist du bereit aufzugeben? Dein mickriger Verstand ist für mich keine Konkurrenz. In Ordnung. Hey, hi. Jo, was geht? Wow. Ja, ich werde wahrscheinlich niemals alle Rätsel knacken. Ich werde niemals alle Trophäen sammeln. Und ich finde auch, dass ich mich darauf jetzt nicht so fixieren sollte, da es doch den Spielfluss irgendwie zerstört und dann einfach zwei, drei Folgen am Stück einfach nur Trophäen sammeln ist, habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Aber wir sprechen jetzt mit William North. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum. Okay, und wir haben einen kleinen Kratzer hier, wie ich sehe.
an unserer rechten Brust. Es tut mir leid, Kumpel. Ruhe in Frieden. Wir müssen weiter. Wir können uns leider nicht um die Toten kümmern. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe jemand anderes. Da hinten ist eine Riddler. Ding. Du weißt nichts über Gotham, Jack. Geil. Der Rest konnte ich nicht lesen. Auch gut. Dann halt nicht. Kommen wir da irgendwie hin? Ich sehe keinen Weg dahin. Schade. Wie konnte ich denn... Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor 2 Minuten hat Joker allen Ländern... Oh. Das wollte ich nicht. Ich wollte es nicht abbrechen. Ich dachte, es geht dann einfach weiter, wenn wir die Türe öffnen. Naja, da kamen schon die ersten Eilmeldungen durch das Radio, so wie es sich angehört hat. Das Gotham Island. Ja, belagert wird von Joker, was wir ja schon längst wissen, wo wir mittendrin stecken, wo wir Joker finden und ja, gefangen nehmen werden. Er will ihn ja nie töten. Er will ja immer nur die Leute gefangen nehmen. Er ist ja der Liebe. Oh, ja, komm. Bisschen Aggression rauslassen, ein bisschen zusammendappen den Scheiß hier. Bam, 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 bam. Bisschen Fußball spielen, so. Gut, weiter geht's. Wie konnte ich hier nochmal... Oh Mann, ich weiß gar nichts mehr. Wie komme ich hier raus? Kann ich da... Ah, da. Oh, da ist ein Turm. Wie konnte ich denn hier nochmal rennen? Okay, egal welche Taste ich drücke, ich schlag irgendwie. Oha. Flieh aus der Irrenanstalt. Okay. Damit hätten wir hier Arkham Asylums. Muss ich die eigentlich ausschalten oder nee? Harley hat mir erzählt, dass Batmans Auto immer noch vor der Intensivbehandlung parkt. Aber ich will nicht, dass er die Insel schon jetzt verlässt. Jeder Verbrecher, Mörder oder Kindergartenerzieher, der nicht gerade Partybefehle ausführt, sollte dahin gehen und alles zu Brei schlagen. In Ordnung. Dann wird hier alles zu Brei geschlagen. Wir reden trotzdem erstmal mit der Wache. Der Tunnel ist verschlossen. Keiner kann rein oder raus. Alles cool. Nichts ist cool. Joker ist unberechenbar. Seien Sie wachsam. Ja? Glaubst du, er kommt da lang? Ich weiß nicht, wo er herkommen soll. Er kann überall herkommen. Wir wissen es nicht, wo er ist. Wir wissen nicht, was er angestellt hat. Hier, was ist mit dir? Batman, du bist rausgekommen. Was passiert da hinten? Wir wurden hierher geschickt und dann gingen die Funkgeräte nicht mehr. Sie spielen immer wieder dieses verdammte Lied. Joker hat die Kontrolle über die Insel. Er hat euch hierher geschickt. Wie ist er rausgekommen? Ich meine, du bist hier und... Ein Wächter der Anstalt von Arkham namens Frank Bowles hat euch alle betrogen. Er hat Joker bei der Flucht geholfen und wurde von ihm getötet, als er ihn nicht mehr brauchte. Das nenne ich Loyalität. Brauchst du Hilfe? Nein, du und deine Männer sind hier sicherer. Falls ich was brauche, finde ich euch. So sieht's aus. Was ist denn hier oben auf dem kleinen Gartenhäuschen? Okay, da ist anscheinend nichts. Unser Auto soll hier irgendwo stehen. Ich weiß nur nicht, wo ich hin muss. Kann ich das denn irgendwie nachschauen? Nein, so nicht. So war es doch. Ja, genau. Rette Commissioner Gordon. Okay. Das hier ist die Arkham Villa. Hier ist die botanischen Gärten. Okay, gut. Da kommen wir her. Das hier ist ja verschlossen. Dann gehen wir doch einfach mal jetzt in die Villa. Was geht mit der Kamera ab? Okay, warum ist die gerade invertiert? Naja.
Hä? Spieloption? Kamerahelligkeit? Ist doch nicht gespiegelt. Okay. Joker ist wieder frei. Nicht mehr lange. Richtig. Ab in die Arkham Villa. Türe öffnen. Wir werden uns hier erstmal umschauen. Was ist denn hier drin? Hi, da ist hier jemand. Gott sei Dank, du bist's. Hast du Joker schon gefasst? Nein, aber ich werde ihn aufspüren. Ich möchte, dass sie hier bleiben und jeden Versuch, in die Villa zu kommen, unterbinden. Wie du meinst, Batman. Jedenfalls kommt keiner an mir vorbei. So sieht's aus. Das ist gut. Das ist super. Kann ich hier... Gut, dann gehen wir eben nicht in die Villa. Dann gehen wir wieder raus aus der Villa. So soll es sein. Dann gehen wir eben mal... Oh, das Erbe dieser Insel wurde gründlich und endgültig begraben. Da müssen wir doch bestimmt... Das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Perfekt. Ah, jetzt haben wir auch die ganze Karte. Okay, da ist unser Auto. Gut, hier ist die Intensivbehandlung. Da sind wir reingegangen ganz am Anfang. Oh Gott, wir haben ja noch so viel vor uns, glaube ich. So, was ist hier? Die medizinische Abteilung. Das Zuchthaus. Okay, dann sollen wir jetzt was? Beschütze das Batmobil. Okay. Zuerst werde ich aber nochmal hier zu diesem Ding dahin gehen. Ah, auf Leertaste renne ich. Okay, sehr gut. So. Eine Riddler-Trophäe, perfekt. Und dann müssen wir nach da hinten erstmal gehen und unser Auto beschützen. Ich werde jetzt trotzdem nochmal auf den Friedhof ganz kurz gehen. Wegen dem Rätsel, das werde ich doch mal ganz kurz schauen, ob das so ist. Objekt zu klein. Hier. Werd nicht zu eingebildet, dunkler Ritter. Von jetzt an wird es immer schwerer. Perfekt. Ah, da haben wir auch die Charakterbeschreibung von dem Herrn Arkham. Okay. Da, Arkham North. Da müssen wir, glaube ich, hin. Sind wir hier richtig? Ja, da sind wir richtig. Perfekt. So lobe ich mir das. Hier, hi. Da unten dürfte es gefährlich sein, Batman. Es sind viele Blackgater dort. Sie haben Waffen, vermutlich aus der Waffenkammer der Wächter. Danke für Ihr Interesse, Officer. Man braucht schon mehr als Waffen, um mich zu stoppen. Danke, danke, aber wie schon gesagt, das reicht nicht so. Wir werden hier eine kleine Folgenpause machen, wie wir unser Batmobil beschützen und wie es weitergeht, wie wir die ganzen Blackgate-Gefangenen zerhauen. Das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao, ciao.